Mein Blick ins Allgäu. Das Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus schenkt Ihnen Ihre Allgäuer Büblebier-Holzbank. Hallo zusammen, wir sind jetzt hier für heute bei der Station Nummer 1 angekommen am Schmuttersee mit unserem Büble-Lastwagen und der Erwin und ich haben es auf jeden Fall schon mal geschafft hier anzukommen. Das Wetter zeigt heute, naja, wenn man mal so will, Charakter, aber das macht uns ja gar nichts aus, weil Erwin, wir haben es hier mit einem Allradfahrzeug zu tun. Richtig, die Straße ist zwar schmal, aber wir sind super durchgekommen und sind bei dem durchwachsenen Allgäu-Wetter heute an dem schönen Schmuttersee gelandet. So ist es und das Wetter macht uns sowieso nichts aus. Wir sind kernige Leute im Allgäu, da darf es auch mal ein bisschen regnen. So ist es, sonst hätten wir keine so schöne grüne Wiesen, gell? Und diesen schönsten Blick, den wir da jetzt besuchen, das ist der vom Sebastian Schubert und der ist natürlich jetzt auch da und den werden wir jetzt gleich mal begrüßen. So Erwin, den Karten kannst du mal ausmachen. In Ordnung. Du kannst eine Rast einlegen und ich sage jetzt erst einmal Servus zum Sebastian. Ja, grüß dich. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Servus. Heute hier also am Schmuttersee bei Schmuddelwetter. Normalerweise ist es hier aber noch ein Ticken natürlich schöner, wenn das Wetter mitspielt. Definitiv, auf alle Fälle. Sommer wie im Winter. Du kommst ja eigentlich gar nicht von hier. Nein, Beuren. Wie kommst du dann zu diesem Platz hier? In meiner Jugend schon mit der Familie bin ich ja immer hingegangen zum Schwimmen. Es war der Badesee, der wärmste auch vor allen Dingen in der Gegend, was ich immer fand. Und ja, auch der mit dem schönsten Ausblick. Wie warm der See heute ist, probieren wir besser nicht aus. Nee, das lassen wir lieber sein. Warst du heuer schon mal drin? Nee. Und hier fehlt aber definitiv, sage ich mal, für diesen perfekten Blick, für deinen schönsten Blick ins Allgäu eine Büble Holzbank. Auf alle Fälle, hundertprozentig. Die brauchen wir noch. Wo soll die denn genau hin? Das interessiert uns natürlich jetzt. Also direkt da vorne, links zwischen den drei Bäumen kommt die hin. Da habe ich auch meine Kamera positioniert im Winter letzten Jahres. Und von da ist der Blick einfach gigantisch. Man hat den See im Vordergrund, die Berge im Hintergrund. Und wenn es dann vom Licht her noch passt, traumhaft. Braucht man nicht in Urlaub fahren. Dann würde ich sagen, da machen wir uns mal selber einen Blick von deinem schönsten Blick ins Allgäu. Dann geht's also los. Durch den Matsch heute, falls die Bank da hinkommt, wird es hoffentlich auch mal trocken sein. Das wollen wir mal hoffen, ja. Wasser hat er momentan auch genug. Da wird es fast schon reichen. Und das ist er also jetzt, der Blick kann man sich jetzt nicht ins Allgäu. Aber ist wirklich so. Und ja, du sagst normalerweise, selbst im Winter ist es richtig schön, ja, hier. Definitiv. Auf alle Fälle, weil hier auf Deutsch kein Schwein hinkommt, ist es einfach ruhig, jetzt beschaulich. Man hört nur die Natur, die Vögel und oft ist der See eben gefroren. Man sieht eben die Berge ganz toll, wenn keine Wolken jetzt wie jetzt sind. Also es ist einfach traumhaft. Du hast uns ja auch ein richtig schönes Bild geschickt. Das schaut aus, als wenn sich einer mit ja, schönen Landschaftsbildern auskennen würde. Ja, das ist so mein Steckenpferd, Landschaftsfotografie, also im Hobbybereich. Das mache ich mit Leib und Seele, das ist meine Leidenschaft. Da mache ich speziell eben Allgäu, Tannematal. Gerade eben Allgäu mache ich viele Bilder. Aber dir ist schon bewusst, wenn jetzt hier die Büblebank hinkommt, dass es kein Insider mehr bleiben wird. Ja, muss ich mir was Neues suchen. Aber ich habe ja noch ein paar Geheimtipps in petto. Okay, aber du bist auch bereit, die Bank dann mit anderen zu teilen. Wenn es eine halbe Bier davon gibt, schon. Das dürfte mit dem Allgäuer Brauhaus vereinbar sein. Auf jeden Fall, jetzt heißt es natürlich für dich zu akquirieren, weil es geht ja um 10 Büblebänke insgesamt. Und das heißt, momentan läuft ja die Voting-Phase, ja, auf mein-blick-ins-allgäu.de. Und ja, da musste ich es ranhalten, dass die Freunde, Bekannten und so weiter einfach dich unterstützen. Ja, liebe Freunde, Bekannte, wählt meine Bilder. Ihr kennt mich, ich mache gerne Fotos. Und ihr wisst, das ist der schönste Blick im Allgäu, weil... Ja, warum? Man braucht nicht extra in Urlaub fahren, man hat es hier so schön. Und jeder Allgäuer weiß einfach, dass das einfach ein wählenswerter Blick ist. Also, und wer es nicht glaubt, der kommt einfach bei schönem Wetter noch einmal. Ja, ich hoffe, dass es jetzt endlich mal besser wird vom Wetter her, dass das passt. Danke dir, Sebastian, ja, und toi toi toi. Dankeschön, vielen Dank.
Dann haben wir es hier also vom Schmuttersee. Es geht es an den nächsten See, an den Weißen See. Und ja, wir hoffen mal, dass es da vielleicht mal ein bisschen trockener ist. Aber wie gesagt, selbst wenn, das halten wir heute auch noch aus. Erwin? Auf Markus, bereit. Wir kommen wieder raus hoffentlich. Ja, und ja. Dann sehen wir uns dann gleich am Weißen See auf jeden Fall. Komm rein. Vom Schmuttersee ging es jetzt nach Weißensee und das war für uns eigentlich kein Problem. Es ging zwar teilweise ordentlich auf und ab, aber mit dem Büble-LKW oder mit dem Büble-Laster bist du ja schon andere Strecken gefahren. Ja klar, der packt es locker. Wir haben ja Allradfahrzeug und da kommen wir überall hin, sofern wir um die Ecken rumkommen. Aber bis jetzt alles einwandfrei gelaufen. Eben, und das Ganze ohne Servolenkung, muss man ja auch noch dazu sagen. Richtig, dafür haben wir aber ein bisschen Kraft. Du hast einen aufmerksamen Beifahrer dabei. Jetzt geht es ja hier an den Weißensee hin und ich glaube, das ist auch eine richtig schöne Gegend. Und wenn wir Glück haben, hört es sogar irgendwann auf zu regnen, habe ich gehört. Aber da bauen wir erstmal drauf. Genau, wir sind zuversichtlich und das wird schon klappen. So ist es. Zur Familie Guggenmoos geht es jetzt auf jeden Fall. Und die haben uns eben auch einen richtig schönen Blick ins Allgäu geschickt und den schauen wir uns jetzt dann gleich an. Dann sind wir also an unserem zweiten Ziel angekommen. Jetzt sind wir in Weißensee, oberhalb vom Weißensee. Und zwar beim Hof, beim Ferienhof der Familie Guggenmoos. Und es schaut dann an einem richtig tollen Hof aus, oder? Ja, schaut ja toll aus da herüber, über dem See. Dann lass mich am besten nochmal raus. Dann schaue ich jetzt mal, der Alois Guggenmoos steht schon bereit. Und mit dem werden wir uns jetzt mal unterhalten und uns seinen persönlichen schönsten Blick im Allgäu zeigen lassen. So, servus Alois. Grüße dich. Grüß dich. Schön, dass wir da sein dürfen und dass du gleich mit uns jetzt den schönsten Blick im Allgäu teilen Schönster Blick wirst. Im Allgäu, genau. Jetzt erzähl mal ein bisschen. Ich würde sagen, in welche Richtung geht's denn? Gehen wir gleich vorne um. Okay. Ja. Das Haus schaut ja schon mal ein bisschen, sage ich mal, älter aus. Wie alt ist denn das? 14. 15. Jahrhundert. Okay, und heutzutage ja eine Ferienwohnung. Da steht Urlaub auf dem Bauernhof. 6 Ferienwohnungen drin, ja. Ah ja, okay. Und was war sonst überall? War es immer erst ein Bauernhof und später dann? Früher war es eine Wirtschaft, die Wirtschaft von Weißensee. Aha. Und da gibt es auch viele Geschichten drüber. Und 1886 hat man die Wirtschaft aufgehört. Mhm. Weil da ist Folgendes passiert. Da war ein Jäger da und der war betrunken. Und nachher ist er weitergekommen. Und nachher hat er gesagt, wenn es da draußen bald eine Ruhe ist, nachher gehe ich hinaus und schieße ihn auf. Aha. Und nachher hat es halt wieder einen Streich da und dann hat er sein Gewehr gepackt, ist rausgegangen und der Blitz runter und hat ins Tor gehauen. Ehrlich? Und das war nachher so ein Schock für alle, nachher gesagt. Ende. Jetzt keine Wirtschaft mehr, sondern was war es dann danach? Bauernhof. Dann war es der Bauernhof. Der Bauernhof. Ah, ja. Aber das muss viele, viele hundert Jahre Wirtschaft gewesen sein, weil da unten, wenn man einen Graben macht, kommen überall die Scherben raus. Da muss oft Kirchweih gewesen sein, wo sie alles zusammengehauen haben. Ach, heutzutage sogar noch? Ja, ja, wenn man da grabt, da kommen überall die, wie Terrakotta, die innen halt glasiert sind. Okay. So Scherben, also wahnsinnig viel. Da sind die Gäste heutzutage hoffentlich anständiger bei euch. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ja hier einen wirklich wunderbaren Blick auf den Weißensee. Es ist natürlich jetzt heute das Wetter nicht ganz so schön. Ja, aber ist einfach der schönste Blick von Weißensee. Und den genießen auch die Gäste natürlich. Wo kommen die denn überall her? Von ganz Deutschland. Ja. Und Ausland, Franzosen. Aber meistens Schwäbische. Die, wo halt in der Nähe sind. Okay. Und jetzt willst du natürlich auch den Blick, sage ich mal, mit denen teilen ins Allgäu. Ja. Und wo soll jetzt denn diese Büblebank hin? Wo ist denn wirklich der allerschönste Blick? Hier ist der schönste Blick, wo man unter zur Kirche, ich bin auch der Mesmer von der Kirche, aha, von Weißensee. Und
Da ist immer schön, wenn man da sitzt und unterschauen kann. Und Schlicke im Hintergrund für das Kegel. Und da kann man richtig gut dann auch entspannen. Da kann man gut entspannen und auch gutes Bier trinken. Eben, das ist ja eben schließlich die Büble Bank. Ja, und, genau. Die Büble würde Bank. Dann praktisch hier hinkommen, oder? Genau. Und da darf man nachher auch Büble Bier trinken. Jetzt würde ich sagen, heute ist noch ein bisschen zu früh fürs Büble Bier. Heute ist noch zu früh, ja. Aber genau. Vielleicht hast du ja Glück und vielleicht bekommst du am Schluss dann noch diese Büble Bank. Vielleicht passt's, genau. Und teilst, wie gesagt, dann auch mit deinen Gästen. Genau, ja. Dann viel Erfolg und man kann natürlich die Bilder alle anschauen unter mein-blick-ins-allgäu.de und dann hoffst du dann wahrscheinlich, dass jetzt möglichst viele dich wählen, dass du am Schluss eine Bank geschenkt bekommst. Genau, ja. Am besten einfach die Gäste animieren, dass die wählen und dann kann auch nichts mehr schiefgehen. So machen wir es. Und wenn wir das nächste Mal vielleicht wieder kommen, stellen wir besser das Wetter. Ja. Und bevor wir jetzt heute auf die Bank sitzen draußen, würde ich sagen, gehen wir lieber rein in die Stube und trinken vielleicht heute mal nur einen Kaffee. Und dann sage ich mal Dankeschön, dass wir da sein dürfen. Genau, dann gehen wir in die Wirtschaftsstube rein, wo früher. Super, danke dir Alois und einen schönen Tag. Ja, bitteschön, gerne. Das war es jetzt also, unsere heutige Tour. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal, Erwin, hoffen wir mal auf besseres Wetter. Aber viel schlechter geht es ja eigentlich gar nicht mehr, gell? Es geht nicht schlechter, es kann nur besser werden. Und ich bin mir sicher, wir haben beim nächsten Termin ein Bombenwetter. Und zwei schöne Blicke ins Allgäu haben wir Ihnen ja bereits präsentiert. Und es werden noch weitere Folgen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Und das Voting gibt es jetzt schon auf mein-blick-ins-allgäu.de. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ins Allgäu. Eine Aktion vom Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus.